Right. Okay. Also, Folge 32. Wir sind hier auf dieser speziellen Insel. Wie wir hierher gekommen sind, vom Gelübniskap, hier hat es irgendwie etwa da hat's ein Portal, wie es rausgestellt. Da muss man zuerst so drei von diesen schwebenden Geistchen sammeln, reinbringen. Dann gibt es ein Luftfeld, wo man raufschweben kann. Dann kann man ins Portal rein. Und dann wird man darüber teleportiert. Was wir dann machen wollen, ist die Aufgabe, die kommt von hier. Um die zu erhalten, kann man die Herausforderung machen. Und das ist hier. Leider sind wir mit dem System out of memory gegangen und darum wird jetzt wahrscheinlich der Weg hierher nicht aufgezeichnet sein, weil das MP4 corrupt ist. Vielleicht kann ich es noch retten, dann würde man den Weg auch sehen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier und wollen das Sack machen. Und auf geht's, wir haben jetzt wieder Speicherplatz. Das müsste aber drin sein, ja. Genau. Wir müssen das Team anpassen, weil ich vermute, sie ist nicht die Beste, gerade zum wirklich nutzen. Ich würde es in dem Fall eher durch ihn auswechseln. Er ist auch gut gegen Feuer, also auch so ein bisschen löschend, aber halt stärker. Aber vielleicht tun wir jetzt hier eh nochmal mit der Figur kämpfen. Und es scheint, dass wir jetzt gerne einen Teleportationspunkt freigeschaltet haben. Also, dass wir uns dann immer jetzt dorthin teleportieren können. Okay. Figurengegner mit Standardangriffen, heftigen Schlägen, Angriffen als Verfallen. Also mit Angriffen einfach. Dendro. Das sind Pflanzenwuchs. Ja, okay, das ist jetzt für mich nicht relevant, weil ich das nicht habe. Du kannst den geheimen Schatz des Wandergangs nur einmal erhalten. Ich bin 8. Dann wird da irgendwie ein Mundspindel. Ja. Erhöht von allen verursachten Pyroschatten. Das heißt, da innen ist Pyro besser. Da wäre Elektro besser. Das ist ein anderer. YOLO. Man könnte auswählen. Nein, Pyro haben wir gewählt. Wenn wir das so machen, machen wir mal so. Okay.
Nice. Ich bin aus Raum 2. Nice. Okay, sehr gut. Perfekt, das ist ja geil. Der ist wichtiger als der andere.
Fuck, könnte es sein, dass mir das gefehlt hat. Nein, so knapp. So fucking knapp. Stone unturned. Leave no stone unturned.
Probieren wir etwas anderes. Sie haben wir weniger gebraucht. Die müssen sie durch sie ersetzen. Und ja. I'll take care of it. Da kann man die alles schön freezen. Haben wir gerade die Figuren ein bisschen geschickter eingesetzt mit verschiedenen Fähigkeiten. Jetzt sind wir deutlich besser dran. Nice.
Angriff der Figur bei mehr als 35%. Haben wir es geschafft? Ja! Ah. Ah, okay. Also wir müssen die richtig easy klatschen können, was wir zum nächsten können. Aber ich glaube, das zählt. Also jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben sie hier nicht gekriegt. Was ist das? Muss man es kaufen? Nein, danke. Wir sind shit. Einsammeln. Einsammeln. Das ist das, was man kriegt. Moment. Das ist doch das. Das ist das gewesen. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is Ebene 3. Round 3. Okay, also wir müssen da noch einiges grinden, um sie zu kriegen. Hat das ein Ablaufdatum? Nein, dauerhaft. Das heisst,
Also man könnte sie wirklich kriegen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Man dachte noch ein bisschen unsere Figuren verbessern. Ebene 4, das ist alles das, he? Also das heißt. Das haben wir schon gemacht. Okay, also Ebene 3 und Ebene 4 kriegen wir dann nochmal. Und das ist der Abgrund. Ah, die müssen wir dann noch hochklettern. Also, jetzt haben wir 3 Sterne. Wir hätten hier noch Sterne mitkriegen müssen. Also überall mindestens 2 oder bei einem 3, wenn wir bei einem nur einen haben. Okay, aber wir sind auch von der Empfehlung her ein bisschen zu niedrig. Und läuft die Wand. Jetzt sind wir jetzt wirklich auf die Stufe 3 zu arbeiten. Da kann man das Windfell machen. Braucht es also noch einiges auch. Das ist schon mal verkackt. Also die Meinung ist eben, wir werden jetzt noch mit anderen Missionen fortfahren. Wir haben eigentlich da gar keinen Stress. Und dann wieder zurückkommen, wenn wir stärker sind. Mindestens ja, Stufe 24 auf allen Figuren. Da mal in Szene setzen. Da gibt es ja den Fotomodus. Leider können wir nicht weiter rauszoomen. Ich weiß gar nicht, wo die Bilder gespeichert werden, ehrlich gesagt, das ist ja laut. Snapshot. Perfetto. Gut. Jetzt nicht.
ist nicht. Ah, das ist Heavy-Gebiet. Okay. Machen wir mal ein paar Missionen. Tagesmissionen oder so. Ich glaube, wir können uns jetzt auch immer wieder hierher teleportieren. Ja, voll. Ich glaube, bei allen Sachen, die man schon mal gesehen hat, kann man sich einfach herporten. Neues. Noch unbekannt. Machen wir doch noch schnell hier. Seht ihr noch so ein Geistchen? Oder Seele, oder was auch immer das ist. Das ist fast ein bisschen nervig. Wir müssen auch immer da retten. Freezed, explodiert er nicht. Ah, man hat jetzt hier gehabt. Das wäre echt die beste Kombo gewesen. Voll vergessen. Man hätte mit ihrem Wasser können machen. Und mit dem Freezer. Go, Barbara, go. Der Grün. Verschossen. Dann jetzt haben wir es. Jetzt mit ihr. Gut, leider hat der Freeze nicht irgendwie lang gekauft. Gehaftet. Und sonst hätte man nämlich können schön reintatschen mit ihr. Sie sieht auch anders für. Doch nicht ganz.
glaube nicht, dass wir das sind. Bewegt mich nicht. Ist jetzt die Frage, können wir das da herportieren? Teleportieren, okay. Also eigentlich macht es uns easy. Wir können nur schon mal. Wie sagen wir die besuchen. Wir müssen sie nicht einmal einisch schaffen, dass wir herkommen. Wir können auch direkt her. Sobald. Also es sind eigentlich wie Teleportationspunkte. Man kann sie freischalten, ohne dass man jetzt irgendwie etwas Spezielles gemacht hat. Von dem her. Zudem könnten wir da wieder mal zurückkommen, jetzt nachdem wir so gestärkt sind. Okay. Okay, machen wir die Mission, ne? Whatever it is, what exactly is it? Okay, aber die Mission machen wir dann in der nächsten Folge.